Meine Freunde, Andi, hi, Tarek KZ Freak. Wir checken heute einen Song gemeinsam aus. Jemand hat mir in der Comment-Section geschrieben unter dem letzten Track von Tarek, den ich reacted habe oder auf dem ich reacted habe. Hey, check doch mal Freak. Und das werde ich auch gerne machen. Der Name ist schon ziemlich vielversprechend. Wenn dir das Ganze gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da, Leute. Schallert mal auf den Abo-Button, das hilft mir wirklich immens. Drückt einmal bitte hier auf Like, das hilft wirklich immens. Haut mir gerne einen Comment in die Section rein. Liebe geht raus, A-Squad, ihr seid die Besten. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Let's go. Okay. Oh, es ist artistisch. Die Halloween-Party war unser erstes Date. Sie war Schneewittchen, ich war Leatherface. Ihr Ex ist durchgedreht, als er uns tanzen sah. Seine Jungs regieren die Nachbarschaft. In der Disco liegt ein toter Mann. What? Alle sagen, dass es Notwehr war. Ich finde, spätestens jetzt so hat man das Gefühl, okay, hier ist Tarek am Start, oder? Also irgendwie schwingt da immer so ein bisschen was, ich weiß nicht was mit, aber es ist auf jeden Fall krass. Ich wollte nur eben gerade sagen, okay, was war denn das? In der Disco liegt ein toter Mann. Bis dahin war der Text eigentlich noch relativ unverfänglich so. Aber das Video, was ist denn das hier mit einer Tänzerin? Super artistisch. Oh, come on. Leatherface, ihr Ex ist durchgedreht, als er uns tanzen sah. Leatherface. Seine Jungs regieren die Nachbarschaft. In der Disco liegt ein toter Mann. Wow. Alle sagen, dass es Notwehr war. Super schön. Sie nahm die 1000 Euro Wodkaflasche und ließ sie ihm auf seinem Kopf zerplatzen. Freak. Ja. Sie ist ein Freak, wer sie besitzen will, der hat sie nicht verdient. Sie ist ein Freak, ihre wow. Augen glühen. Sie kommt mit zu mir, um sich abzureagieren. Sie ist ein Freak, denn sie ist ein Freak. Wow, ja, sie ist ein Freak. Boah, krass, ey. Das passt halt auch so gut, ne? Hier die Balletttänzerin oder die Tanzanlagen. Für mich mutet es so ein bisschen ballettmäßig an. Verbiegungen und so, da denke ich mir auch, oh, crazy, ey. Das ist schon ein bisschen freakish. Ah, der Text an sich ist richtig geil, die Hook. Irgendwie hat der Song was. Der ist auf eine andere Art und Weise, geht er echt unter die Haut. Ich finde krass. Ich muss, glaube ich, noch mehr von Golem hören. Der letzte Song, der letzte Track hat mich einfach so krass gehookt, ja. Hier mit dem Unfall auf der Autobahn und so. Und der hier ist jetzt irgendwie, der ist irgendwie anders krass. Also ich finde persönlich, der Track geht so unter die Haut und ich war eben schon so am Mitwippen und der ist nice. Ein Freak. Yeah, yeah. Schön auch mit der Gitarre. Sie ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, ja, yeah, ja. Yeah. Und sie mag es aggressiv, 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 aggressiv. Boah, krass, was ist das für eine Pose, ey? Ich weiß nicht, wie sie heißt, doch ich habe mich verliebt. Sie macht ein auf lieb, doch ich weiß, dass es gespielt, denn sie ist ein Freak. Ey, ganz kurz mal, sorry, ich habe gerade eben gedacht, was ist das für eine Pose, ey? Aua, 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 aua. Oh, damn it, guck dir das mal an, ey, da tun mir echt jetzt schon die Füße weh. das Video ist wirklich schön. Ich finde, das passt mega gut zu dem Track. Irgendwie hat es eine Anmut auf einer ganz anderen Art und Weise so, aber der Song finde ich so cool. Ich habe erst ein paar Sekunden später gecheckt, dass er ne, verkleidet als Leatherface und in der Disco und dann hier und da und die Jungs regieren die Nachbarschaft und alles. Das ist schon, ich finde, das macht irgendwie Laune, da mehr zu hören. Es ist so langsam, es ist eigentlich auch wie so ein, du hast so das Gefühl, du hörst jetzt keinen Rapper, sondern irgendwie einen Songwriter, der trotzdem auf einem Horrortrip hängen geblieben ist oder sagen wir so gerne Horrorfilme schaut oder so. Oder zumindest Szenarien in diesem, ich weiß nicht, bei mir drängt sich auch so Stranger Things Vibes da auf, also so ein bisschen so 80s-Style, ja. Ich finde, die Musik an sich erinnert auch so ein bisschen an Country in die Richtung, in, ich weiß es nicht, das ist so dieses Südstaaten-Flair-Ding. Und Golem, da hast du natürlich auch so ein bisschen, ich denke dann halt auch immer an etwas, was seelenlos ist, was irgendwie von dem Besitzer, glaube ich, kriegt der Golem ne, so irgendwas eingepflanzt, irgendwie einen persönlichen Gegenstand oder Eigenschaften oder whatever irgendwas und der rennt dann durch die Gegend und gehorcht seinem Meister und
Das ist natürlich dann auch krass, wenn man sich vorstellt, okay, was ist, also es drängen sich sehr, sehr viele Bilder bei mir auf, aber der Song ist einfach zu schön, um das so oft anzuhalten. Verzeiht es mir bitte, aber ich musste einfach mit euch darüber quatschen. Also ich finde es mega cool. Ich weiß nicht, wie sie heißt, doch ich habe mich verliebt. Sie macht einen auf lieb, doch ich weiß, dass es gespielt. Denn sie ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, yeah. Oh, so schön, dass so ruhig wird. Wow. Das ist schön. Mit den anderen Frauen hab ich geübt für dich. Bitte nimm mich als dein Spielzeug mit. Du sollst mich auffressen mit Haut und Haaren. Ich bin dein Groupie, will dein Autogramm. Egal, ob sie uns beide mit Vergeltung drohen. Egal, ob wir zwei morgen in der Zelle schmoren. Denn heute liegst du vor mir, so wie Gott dich schuf. Ich bin ein Hai, du bist ein Tropfen Blut. Freak, sie ist ein Freak. Boah, die Stelle mit dem Freak, sie ist ein Freak. Es ist so gut, oder? Also ich komme darüber nicht. Ich glaube, das ist mein Lieblingspart in dem ganzen Song. Ungeachtet jetzt von den einzelnen Parts oder so, aber der Einstieg, was ist das jetzt, eine Pre-Hook oder ist es die Hook an sich? Auf jeden Fall hier dieses Freak. Das ist so schön, dass er das so runtergeht, ne? Freak. Und dann kommt die Melodie und das ist so, wie als wenn sich so eine Sonnenblume in der Magen aufmacht. So dieses, ah, oh, schön. Hey, du bist ein Tropfen Blut. Freak, sie ist ein Freak. Wer sie besitzen will, der hat sie nicht verdient. Sie ist ein Freak, ihre Augen blühen. Um sich abzureagieren, sie ist ein Freak. Ja, sie ist ein Freak. Denn sie ist ein Freak. Ja, ja. Sie ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, ja, ja. Krass. Und sie mag es aggressiv, 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 ja. Ich weiß nicht, wie sie heißt, doch ich habe mich verliebt. Sie macht einen auf lieb, doch ich weiß, dass es gespielt. Denn sie ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, ist ein Freak, yeah. Wow, super schön. Also Respekt auch für die Tänzerin, richtig krass. Der Song geht irgendwie unter die Haut, ist irgendwas anderes, oder? Also mich holt das total ab. Vielen, vielen lieben Dank für die Recommendation. Tarek, KZ Freak, ich brauche da mehr von Golem. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir doch gerne ein Abo da, lass mir doch gerne ein Like da auf diesem Video und wir sehen uns im nächsten Song wieder, im nächsten Video wieder, meine Freunde. Hier einmal klicken. Komm mit, ich komme mit ins nächste Video. Bis dann.